Ein Roboter kann eine ganz schön gefährliche Maschine sein, die auch einen Menschen schwer verletzen kann. Wie schafft man es aber, dass sich ein Roboter nachgiebig verhält? Das klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Wir können uns den Roboter vereinfacht wie ein Objekt mit einer bestimmten Masse vorstellen. Um das Objekt zu bewegen, müssen wir eine Kraft aufbringen. Je schwerer das Objekt, desto größer muss die Kraft sein, um dieselbe Beschleunigung zu erreichen. Um das Objekt nun an eine bestimmte Position zu bewegen, können wir eine Feder zwischen dem Objekt und der Zielposition spannen. Die Feder bewirkt eine Kraft, die proportional zur Auslenkung ist. Eine harte Feder bewirkt hohe Kräfte und eine weiche Feder entsprechend kleine Kräfte. Damit das Objekt nicht über das Ziel hinausschießt und danach hin und her schwingt, benötigen wir noch eine Dämpfung, so wie beim Stoßdämpfer im Auto. Der Dämpfer bewirkt eine Kraft, die proportional zur Geschwindigkeit ist. Je höher die Dämpfung, desto schneller wird das Objekt abgebremst. Das Verhältnis von Masse, Federkraft und Dämpfung bestimmt nun, mit welcher Kraft das Objekt auf seine Zielposition bewegt wird. Hier am Roboter ist die Regelung nun so eingestellt, dass er mit hoher Kraft auf seiner Position gehalten wird. Auch wenn ich kräftig drücke, kann ich ihn kaum bewegen. Wenn wir die Federkonstante und die Dämpfung dagegen klein einstellen, dann wird der Roboter nachgiebig und ich kann ihn mit der Hand bewegen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch auf unserer Homepage vorbei.